Hallo und so, und schön, dass du dabei bist. Wir spielen heute ein neues Spiel, und zwar Paragon. Das wurde mir empfohlen. Und ja, ich kann leider nur nicht größer machen. Also es ist im Moment noch so ein schwarzer Balken hier irgendwo da. Da irgendwo ist noch ein schwarzer Balken um mich rum. Und das kann ich gerade noch nicht ändern. Das muss ich gleich in-game machen. Und ja, wir sind neu in dem Spiel. In diesem Tutorial lernst du die Grundlage von Paragon. Bla, bla, bla. Bla. Kürbislaternen Modok. Modoks Lieblingsscherz an den Feiertagen. Licht ausschalten und neben der Kaffeemaschine verstecken. Okay. Ich habe einen Kürbislaternen-Modok erhalten. Ja, komm, ich bin bereit. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Okay. Musik gefällt mir. Bild gefällt mir auch. Weiter. Okay, mit der Maus kann man sich bewegen. WASD ist Steuerung. R kann auch irgendwas. Das haben wir gerade gehört. Also, WASD ist Steuerung. Gut. Um deine Basis zu verlassen, bewege dich vorwärts mit W. Gut, das habe ich jetzt auch schon so herausgefunden. Kann ich die irgendwie noch... Also ich wollte vorher nicht reingucken. Vielleicht, ich werde das wahrscheinlich eh wegschneiden. Das ist der Kern. Zerstöre den feindlichen Kern, um das Spiel zu gewinnen. Und jetzt folge deinen untertanen Pfaden. Inhibitoren, das ist dein Inhibitor. Wenn der Inhibitor zerstört wird, ist der Kern offen für Angriffe. Gut, das ist jetzt wie ein League anscheinend. Türmen, das ist ein Turm. Wenn ein Turm zerstört wird, ist der Inhibitor offen für Angriffe. Ist auch noch wie ein League. Und was ist das hier Schönes? Okay. Es wird mir nicht erklärt, was das ist. Muss ich die Last hitten? Nein. Ich drücke immer rechts, Digga. Es tut mir leid. Schon wieder. Turm-Aggro. Türme zielen auf den ersten Feind, der in ihre Reichweite kommt. Folge deinen Untertanen und greife den Kristall des Turms mit deinem Standardangriff und Linksklick an. Den ficken wir. Levelaufstieg. Holy shit, alles gut. Fähigkeit verfügbar. Levelaufstieg. Schalte Deons Fähigkeit kosmischer Riss frei, indem du linke Steuerung gedrückt hältst und dann Q drückst. Auch noch wie ein LOL. Holy, okay. Alles gut. Also es ist wie ein League eigentlich. Basic Text nur. Es ist 3D und nochmal andere Champions. Wie gesagt, ich habe mich nicht davor zu informiert oder sowas. Ich habe nicht ausprobiert. Inhibitor Aggro. Ganz weit. Ganz wie Türme zielen Inhibitoren auf den ersten Feind. Das ist schon mal neu, der in ihre Reichweite kommt. Folge den Untertanen und greife den Kristall Inhibitors mit deinem Untertanen. Kann ich das auf. Gefahr. Inhibitor Aggro. Rückzug. Du hast einen feindlichen Helden. Also wie ein LOL. Macht dir ziemlich wenig Schaden. Aber warte mal. Das sollte ich vermeiden. Also hier drauf. Ich weiß nicht, ob ich den Q'en kann. Ultimate verfügbar. Das ging schnell. Linke Steuerung. Ja, gut. Lol. Und jetzt picken wir dich. Lol. Es sieht schon mal deutlich geil aus, muss man sagen. Also die Grafik ist besser in League, wie in League und... Kernangriff nutzt Schockwellen, bla bla bla. Die Grafik ist deutlich besser, finde ich. Zum Gameplay kann ich bis jetzt nicht viel sagen, natürlich. Die Stimme muss ich nochmal leiser machen, glaube ich. Oh, ich habe schon gewonnen. Ich bin halt gut. Okay, also das ist ziemlich genau dasselbe Prinzip wie ein League. Türme, Inhibitoren. Inhibitoren greifen auch Champions an, sozusagen. Ich weiß gar nicht, und hier auch wieder als Helden. Es ist gerade alles Slow Motion, ich weiß nicht. Ah. Blue Steel. Fortfahren. So, Solo gegen KI. Spielen, weil ich möchte jetzt nicht direkt an meine Mates abfacken. Warum brauche ich 12 Sekunden, um alleine gegen KI zu spielen? Naja, KI vielleicht hochfahren. Draft abgeschlossen, bereit machen zum Kampf. Okay, das ging schnell. Wer weiß, wie das dann später in der Queue ist. In der Spieler gegen Spieler Queue. Ich bin mal gespannt. Das gerade eben war ja echt nur Tutorials. War, hätte man sich auch sparen können eigentlich. Fast schon. Ist nur interessant zu wissen gewesen, dass man Inhibitore... dass die Inhibitore einen angreifen. Vielleicht stelle ich es auch noch auf Englisch um. Partie beginnt in 7, 6, 5, 4, 3, 2. Übrigens ist es kein Sponsor. Ich kriege kein Geld dafür. Es wurde mir einfach empfohlen. Und deshalb spiele ich es.
Okay, die 3D-Animation hakt echt. Okay, alles über 84 soll anscheinend laggen. Das. Ja, ich fange wieder mit der Q an. Oh, ich kann nicht mehr anhalten. Okay, ich schwebe anscheinend ein bisschen. Treffe ich eigentlich immer? Ist das targeted? So muss ich wirklich Skill aufweisen. Jo, Alter, es leckt halt echt, wenn ich das. Ich will nicht, dass es leckt, weil das. Ja, okay, ich muss wirklich treffen. Und es gibt eine Reichweite. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Q ziele, leider. Ich glaube, es ist echt Gold. Das heißt, ich muss Last hitten. Holy shit. Das ist aber aus der Perspektive ja mal richtig schwer. Hä, ich drück doch Q. Lord, an enemy has been slain. Oh lol, ich habe mich geportet. Rangstufe 3, Ultimate. Nein, geht nicht. Tödlicher Treffer, bei Untertanen belohnt dich mit normalen Karten. Ich take R. Ich kann meine R nicht leveln. Ah ne, warte mal. Das ist gar nicht die R, was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wie man das levelt. Ist das ein Basic Attack? Lol, ich werd gefickt! Bin ich tot? Sterben stärkt das gegnerische Team, das in einer großen Menge an Erfahrung und Kartenmacht bringt. Okay. Ich wollte nicht sterben. Aber ich hatte irgendwie auf einmal Aggro, glaube ich. Und dann. Wo kann ich respawnen? Kann ich respawnen? Ah, da steht's ja 2. Ja, ich nehme den Assassine. Wobei. Was nehme ich? Stab der Härte. Oh. Ich nehme den Stab der Härte, Alter. Und ich nehme Heiltrank. Ne, ich nehme sogar einen Mana-Trank. Hallo, ich würde den auswählen. Ach, kann alles nehmen. Cool. Ja, nehme ich. Hä? Stab der Härte, passiv. Alles anklicken! Warte mal, Karte auswählen. Größeres Zaubern. Geht nicht. Holy shit. Also hier gibt es anscheinend anstatt von Gegenständen wie ein LOL. Also das ist hier der Shop. Ich vermisse immer noch die Sprint-Taste. Fick es! Okay, ich ziele, indem ich den Bereich mit dem mit diesem weißen Punkt in der Mitte markiere. Okay. Ja, okay. Okay, ich habe jetzt Ultimate, die hat halt wahrscheinlich einen richtig krassen Cooldown. Marvin. Alter. Der macht so viel Schaden. Verpiss dich. Ich kann halt meine Ult nicht casten. Ah, ich habe keinen Mana. Ja, sag dies doch. Hätte ich doch mal lieber den Mana-Trank genommen, oder? Ah, ich habe sogar einen dabei, oder? Holy shit, ich hab die übelste Bullshit-Lebensregen. Fuck, übelst daneben. Oh shit, Alter. Muss ich direkt noch einen Mana-Trank nehmen? Zum Glück war an dem Starter-Kit, weil ich wäre sonst echt jetzt gefickt gewesen. Ich weiß nicht. Ach. Hä? Nee, war falsch. Warte, warte, warte. Das QER. Vielleicht. Ist der gerechte Maus? Ja, echte gerechte Maustaste. Dann konnte ich das ganz rechte jetzt endlich aufleveln. Okay, was hat es gemacht? Ich glaube, ich habe keinen Mana. Okay, so kann ich auch Qs casten. Dann sind die nicht mehr so unkontrolliert, sondern ich kann die. Oh Gott. Oh
Holy! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Fick dich! Ich muss backen. Tschüss! Kann ich irgendwie rauszoomen? Mit Alt? Nee, geht nicht. Ich glaube, das war gut. Lul, es gibt auch Killing Sprees, finde ich gut. Okay, meine E ist einfach nur so ein empowertes Auto-Attack-Ding. Ich glaube, ich habe daneben gedrückt. Ja, komm mal rein hier, komm mal rein. So, verpiss dich. Ich habe gar keinen Mana. Wo sehe ich denn, wie viel das kostet? Oh, schön. Das war gut getroffen. Oh, shit. Der macht aber mehr Schaden als ich, oder? Ich glaube, ich sollte Q einfach weiter skillen. Das war hat sich bis jetzt bewährt. Ich hätte mir die Abilities durchlesen müssen. Das kann man bestimmt irgendwo machen. Was war das für mein eigener? Ah, ich kann auch mit... Nee, ich muss es mit Linksklick sogar bestätigen, auf jeden Fall. Aua, aua, aua. Kleiner Drecksack. Ey, 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 ich kann solche Ausweichmanöver doch gar nicht. Putz! Kann ich irgendwie auf der Karte rumgucken? Ich glaube nicht. Das heißt, man hat nicht wie bei LOL... Ich weiß nicht, ich kann nicht sprinten. Nee, geht nicht. Es gibt keine Möglichkeit zu sprinten. Lol, aber ich kann mich teleportieren, oder? Ist das ein Teleport? So ähnlich, ja. Bisschen Portal-Style. Ich denke mal, da wird die Range höher, wenn ich die E skille. Ah, das brauche ich eigentlich gar nicht. Warte mal, ich hau jetzt mal alles auf den drauf, wie das eigentlich auch gedacht ist. Komm mal her. Fuck, ich bin glaube ich ein bisschen deep. Holy, das macht Damage! Holy shit! Hä? Ich kann meinen Shop nicht mehr öffnen, egal, passt. Okay, damit ist meine Ulti weg. Oh, hab ich gefressen. Okay, jetzt ist er gefickt. Hauptsache mit der Kill gestealt. Okay, das wird easy. Komm mal her, komm her. Jetzt werdet ihr die alle gefickt von mir. Oh, ho, ho. Wer hat hier gerade alle gefickt? Ich habe alle gefickt. War das gerade ein Quadra-Kill? Ist das der Kern? Ich glaube, das ist der Kern. Okay, ich bin gefickt. Wir sind am Kern. Easy. Okay, da kommt jetzt aber einfach so weiter angreifen. Wenn ich das kann. Problem ist, wir haben gleich keine Minions mehr. Ich habe keine Ult und auch keinen Mana. Rennen. Okay, da bin ich in einem Out of Combat Modus. Nur der Gegnerkern ist hoffentlich das. Der hat nur noch 58. Ich habe mein Inventar ist voll. Ach, warten mal, ich bin auch dumm. Das ist auf der 4. Also, Ward setzen wir erstmal hin. Und dann drücken wir 4. 1. Und jetzt drücken wir Ultimate. Ultra Wave Clear.
Oh lol, ja, da pinkt irgend... Oh, wir haben gewonnen. Boom. Ja, das war gewonnen. Insgesamt. Ja, okay, vom Gegnerteam kriegt man jetzt nicht so viel. Das war die erste Runde der Paragon. Ich finde das Spiel, es hat halt ziemlich viel Ähnlichkeit natürlich mit League, aber es gibt halt auch die klare Unterschiede, wie zum Beispiel halt dieses komplett andere Shop-System oder das andere Heldensystem auch. Es gibt Aufgaben auch anscheinend. Wie gesagt, ich weiß ja auch nicht so viel drüber. Ja. Vielleicht, ich denke mal, ich werde das noch ein bisschen halt für mich selber spielen. Wenn ihr das nochmal sehen möchtet, so als Video, dann sagt es einfach und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!